Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ich habe mir gedacht, es wäre doch ganz interessant zu wissen, wo es diese Schwerter im Hintergrund gibt, zusätzlich dieses Schild und den Bumerang aus Wind Waker. Wo es das Schwert hier gibt, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, ne? Das Video kann ich euch hier oben nochmal verlinken mit der grimmigen Gottheit. Aber gerade das Bigoron-Schwert, das Kokiri-Schwert, das Windschild und auch der Bumerang sind, denke ich, ganz interessant zu wissen, wo es die gibt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal los. Übrigens, alle vier Items gibt es nur im Untergrund. Das heißt, wenn ihr den Untergrund noch nicht komplett erforscht habt, dann könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Kokiri-Schwert, wo es das gibt. Für das Kokiri-Schwert müsst ihr in den Dali-Tain. Ja, da, wo ich jetzt hier schon bin. Den nehme ich mal eben mit. Und dann gibt es hier so eine kleine Ebene. Und hier drin findet ihr dann eine Kiste. Die habe ich natürlich schon. Die Bäume sind ganz schön aggressiv heute. Und in der Kiste findet ihr das Kokiri-Schwert. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz auf der Karte. Hier ist der Dalitain. Und hier gibt es die Wurzel Musatsu-Wurzel. Die findet ihr hier. Relativ mittig. Und von hier aus nach Süden findet ihr hier in dieser Einbuchtung, wie gesagt, das Kokiri-Schwert. Könnt ihr einfach mitnehmen, da ist dann eine Kiste, den Baum könnt ihr ignorieren oder ihn abschießen, ein bisschen Feuer, dann das mögen die gar nicht. Ich habe gerade keinen. So, bisschen Feuer. Und tschö. Und dann könnt ihr da das Kokiri-Schwert mitnehmen. Ich würde sagen, als nächstes gucken wir, wo es das Bigoron-Schwert gibt. Für das Bigoron-Schwert müsst ihr hier hin zum Azig-Utmak-Wurzel. Kann ich euch die ganze Karte mal zeigen? Und dann gibt es hier einen kleinen Eingang. Ich habe mir hier mein Fluggerät wieder gemacht, damit ihr den Eingang direkt seht. Das heißt, wenn ihr von der Wurzel da unten hier hochfliegt, dann seht ihr dort einen Eingang. Und da müssen wir einmal durch. Ich versuche es mal zu fliegen. Genau das noch mit Steinen auch dann zu. Steine wegsprengen. Sind relativ viele Steine, also wirklich. Nehmt am besten Yunobo mit. Und dann hier durch, hier durch, hier durch. Und hier gibt es einen kleinen Gegner, den müsst ihr besiegen. Und dann gibt es das Bigoron-Schwert dort auf dem Podest. Das einmal machen und dann kriegt ihr das Bigoron-Schwert. Und ich hatte ja schon mal erzählt, die ganzen Schwerter und Rüstungsteile und so, diese besonderen könnt ihr ja alle wieder kaufen. Wenn ihr das wissen wollt, wo es das gibt, auch hier oben nochmal das Video. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir zum Bumerang. Für den Bumerang müsst ihr nämlich hier in diese Mine, das ist die Mine im Hebratal, und dort unten, das ist auch ein ganz allgemeiner Tipp, immer die Minen abchecken, weil in jeder Mine gibt es was Besonderes. Egal, ob es jetzt ein Sono-Kristall ist oder ein Rüstungsteil oder eine Waffe. Und genau hier findet ihr dann die Kiste mit dem Bumerang. Ich zeige euch nochmal kurz auf der Karte, wo das ist. Hier habt ihr den Mu-U-Fatur-Wurzel. Die ist hier oben links. Und hier findet ihr dann den Bumerang. Und ich würde sagen, passend zum Bumerang suchen wir doch als nächstes einmal dieses schöne Schild. Das Windschild findet ihr genauso wie das Kokiri-Schild in einem Bäumerhain, dem Pharazain. Und das Windschild findet ihr auch wieder hier in so einer Einbuchtung. Ist eigentlich immer auch relativ easy zu sehen. Und genau hier wäre dann auch eine Kiste. Ich zeige euch mal gerade auf der Karte, wo das ist. Hier wäre das Windschild. Und hier ist der Kutski-Oam-Wurzel. Ich sage immer der, weil ich denke der Schrein, aber es ist ja die Wurzel. Und genau hier findet ihr das Windschild. Ist relativ schwierig zu kriegen, weil es gibt nur hier einen kleinen Eingang und hier einen kleinen Eingang. Hier auf der Karte findet ihr das. Aber wenn ihr von hier aus reinkommt, direkt von der Wurzel und dann hier rechts, dort findet ihr das Windschild. Und ich würde sagen, ich zeige euch nochmal ganz kurz auch, wo ihr die Sachen nachkaufen könnt. Weil das habe ich schon öfter jetzt unter den Videos gelesen, dass euch das immer sehr interessiert, wo ihr die Sachen nachkaufen könnt. Dafür müsst ihr ja zur Magierstatue hier an der verlassenen Zentralmine. Für die Magierstatue müsst ihr natürlich die komplette Questline machen, der Magierstatuen. Auch das mit den Augen ist relativ verzwickt. Dazu habe ich noch kein Video gemacht, sonst würde ich darauf verweisen. Die Magierstatuen, das ist eine riesige Questline, wo ihr alle Magierstatuen finden müsst.
und der letzten Magierstatue auch die vier Augen bringen müsst. Die ist relativ langwierig und dazu habe ich keinen Guide hochgeladen, weil, wie gesagt, das ist schon sehr complicated und sehr viel zu tun. Aber hier bei dieser Magierstatue, wenn ihr die anspricht und die dann gefunden habt, könnt ihr die ganzen Sachen nachkaufen. Wenn ihr ganz runter gebt, gibt es hier das Sevenschild, den Sevenbumerang, die Gottheitklinge, den Schattenzweihänder. Oh, den zeige ich euch auch noch, wo es den Schattenzweihänder gibt. Das Bigoron-Schwert, das Heldenschwert und den Bumerang wollte ich mir gerade kaufen. Der fehlt mir nämlich noch meiner Sammlung aktuell. Und Schattenzweihänder, genau, zeige ich euch auch nochmal eben, wo es das gibt. Ich habe den Schattenzweihänder sogar noch bei mir. Ich erinnere mich. Den gibt es nämlich in der Overworld bei einer Nebenquest. Und zwar hier am Turm in den Dolbran-Ruinen. Das ist oberhalb vom Krogwald. Hier gibt es so eine Questline, die ihr machen müsst. Mit der lange Drache oder sowas. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie die heißt. Kriege ich das auf die Schnelle hin? Tagebuch, Nebenmission. Wie hieß hier nochmal? Debrauin. Irgendwas mit dem Drachen. Drache, Drache, Drache. Ah, ich habe so viele gemacht. Hier, Ramda. Nee, nicht Ramda, Schatz. Unsinn, Unsinn. Ist auch egal. Auf jeden Fall hier ist, gibt es eine Mission. Die müsst ihr einmal abschließen. Und ganz am Ende gibt es den Schattenzweihänder. Wo gab es hier nochmal? Hier irgendwo ist ein Eingang. Macht einfach die Nebenmission, dann kriegt ihr den Schattenzweihänder auf jeden Fall. Der ist auch sehr, sehr geil. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne Follow auf den Kanal da lassen. Würde mich sehr freuen. Wird bestimmt noch das ein oder andere über Tears of the Kingdom kommen. Es wird ja demnächst schon der DLC kommen. Wenn die da so vorgehen wie bei Breath of the Wild, kann es gar nicht mehr so lange dauern. August, September eventuell. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.